MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Ja, wissen wir Bescheid. Sehen wir genauso und deshalb gehen wir jetzt direkt auf die Strecke. Ja. Wartet mal. Jetzt sollen wir noch mal uns angucken, was für Reifen wir überhaupt draufgezogen haben. Denn das bestimmt ja auch irgendwo die Strategie dann. Komm. Gucken wir mal, ob wir wirklich das irgendwie... Das Wetter sollte trocken bleiben. Danke, wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ja, lieb von dir. Schauen wir mal, ob wir eine halbwegs brauchbare Runde rausfahren können. Vielleicht mal... irgendwie so ein 10., 11. Platz. Ich glaube, das Team hat als Vorgabe Platz 19 ausgerufen. Wir gucken mal. Ich muss gestehen, dass die Strecke mir gar nicht zusagt. Es hat an sehr vielen Stellen gibt es halt Punkte, wo man nur ganz kurz anbremsen muss und ich kenne ja eigentlich nur zwei Stufen. Vollgas oder Vollbremsung. Und deshalb kommt mir das Ding hier gar nicht irgendwie zugute, die Strecke. Aber was soll das Gejammer? Fahren wir einfach mal und lassen uns überraschen. Vielleicht kommen wir ja wieder mit einer anständigen Strategie punkten. Der Button hat schon mal eine schnellste Runde vorgelegt. Dann haben wir was, woran wir uns orientieren können gleich. Bisschen weit rechts raus, ne? Aber ich wollte die Kurve mal anders fahren heute. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich da ein bisschen, ja, das Ganze schneller angehe. War nicht gut. Versaut. Damit können wir auch die Rundenzeit an den Haken hängen. Und wenn ich euch sage, dass ich diese Kurve schon des Öfteren versaut habe, obwohl die gar nicht schwer ist, ich glaube, ich bin für diese Kurve zu ungewöhnlich. Guck mal, dass es jetzt nicht viel schlechter als eine 1,42 wird. Naja, Anfang 1,42. Wenn wir den Fahrfehler oder die Fahrfehler weglassen, könnte das passen. Ist dann hier und da noch feiner fahren, sauberer fahren. Hier sind wir schlecht gefahren. Viel zu weit innen aus der Kurve raus. Das war gut. Dann haben wir auch eine saubere Zwischenzeit. Warum komme ich nicht weit nach innen? Treibt es mich trotz Beschleunigung nicht nach draußen? Hier schon. Aha.
So, hier hatten wir vorhin den Fehler drin. Und ihr seht, wenn man da dem Bekloppter Gas gibt, läuft das auch. Und Stand jetzt sind wir 1,6 Sekunden schneller als gerade. Nicht vergessen, wir haben ja auch jetzt hier nicht das schnellste Auto im Feld. Im Gegenteil, eher einer der langsameren. Na, 1,5 Sekunden. Sehr gut. Das bringt dich auf P8. Du bist auf P8 vorgefahren. Und jetzt versuchen wir das Ganze alles noch mal ein bisschen schneller anzugehen. Aber hier schon nach den ersten Kurven unter der gerade gefahrenen Bestzeit, der persönlichen Bestzeit. Ach, schon drei Zehntel. Das haben wir relativ gut gemacht, aber trotzdem eine halbe Sekunde. Über eine halbe Sekunde schon langsamer. Also, wie wilder und risikoreicher fahren, ist nicht immer schneller. Aber ich denke, mit der Zeit können wir auch zufrieden sein. Wir schauen uns dann gleich mal das Endresultat an. Haben wir noch genug Sprit. Und wenn wir genug Sprit haben, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Bereich gerade sehr gut gefahren. Das fand ich mich eigentlich auch ganz gut. Aber wir liegen hinten. Wenn auch äußerst knapp. Bisschen später hier eingebremst, sah gut aus, Zeit rausgeholt, dafür hier Zeit verschenkt, ach wie ärgerlich. Da war die Möglichkeit da, nochmal unsere Rundenzeit tatsächlich nochmal zu unterbieten. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was hier die beste Weise ist, diese Kurven zu fahren. Ne? Ich verliere grandios viel Zeit. Hätte ich mir mal merken sollen, wie ich die vorhin gefahren bin. Tatsächlich auf unsere vorgelegte Zeit nochmal einiges an Sekunden raus, ja, oder auch nicht. Grün war es auf jeden Fall so.
Ach, was sind das denn für Geräusche? Aber irgendwas in der Boxengasse los. Erstaunlich. Ich bemühe mich echt, das einigermaßen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, passt doch. Einigermaßen anständig zu fahren und bin trotzdem jedes Mal schlechter als in meiner besten Runde. Right? Sehr viel verloren. Sehr, sehr viel verloren. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich glaube, diese Zeit, die ich da hingelegt habe, ist für meine Verhältnisse schon erstaunlich gut gewesen. Wagen abstellen, ist kaputt gegangen oder so. Um uns mal die Endresultate gleich angucken. Das heißt, Fashion-Info. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ja, ist lieb von dir. Und dann machen wir Session beenden und dann gucken wir mal. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Genau, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Raikkonen, Massa und Lewis Hamilton. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Mal 1 plus 5 Positionen. Ja, der scheint eine Strafe bekommen zu haben, ne? Der gute Max Verstappen. Uiuiui, 17. Eieieiei. Boah. Das wird nicht unser Rennen. Wir haben zwar, klar, Platz 19 war, glaube ich, die Vorgabe des Teams, aber natürlich auch vor Eriksen. Und in dem Fall haben sie es nicht gepackt. Also entweder hat der Eriksen hier eine richtig feine Runde hingeblättert, oder ich werde ein Problem haben im Rennen, ganz einfach. Krasse Nummer. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Nochmal, also die Strecke, die kommt mir nicht so entgegen irgendwie. Ich freue mich schon erstaunlicherweise tatsächlich auf so Strecken wie Monaco. Heißt nicht, dass da alles gut gehen wird, aber die kenne ich halbwegs. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass mir das ein bisschen eher entgegenkommt. Nun gut, jammer, jammer, Ende damit. Danke fürs Zusehen und wir sehen, hören und riechen uns dann im Rennen, wenn wir an Platz 17 versuchen, irgendwie unseren Teamkollegen einzuholen. Das wird wohl eins der vorgegebenen Ziele sein. Und wahrscheinlich besser als Platz 19 zu werden. Danke fürs Zusehen. Tschüss!